Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage und im Beagle. Also Leute, wir haben mit Inigo... Halt die Klappe. Inigo hat uns schon hervorragend alles gezeigt, was es an Wachen und Co. gibt. Du bist nicht weg. Mach keinen Aufstand. Hey, was ist da los? Oh shit, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist jetzt schlecht. Man weiß. Augenblick! Das war unnötiges Blutvergießen. Nö. Oh, niemanden töten? Wollt ihr mich verarschen? Was geht da vor? Was geht da vor? Komm gucken, komm gucken. Warte! Nein, keine Wache mehr, die aufgescheucht wird durch so ein Kram. Bin gar nicht hier. Bin ich hier, ist alles gut. Ich muss halt mal gucken, wie ich an die Truhe komme. Die ist mir fast schon wichtiger als meine Mission hier. Wie schön, dich zu sehen. Oh, direkt der mit dem Schlüssel. Kommst du mal hier vor! Scheiße. Ja, Leute, das lief richtig gut. Das lief. Das lief richtig gut, Leute. Den Schlüssel habe ich. Jetzt zu meiner Beute. Ich sollte mehr Feste besuchen. Keine Ahnung, was hier schiefgegangen ist. Jetzt. Niemanden töten, wie soll das denn möglich sein? Kein Grund, sich aufzuregen. Hallo. Ist da irgendwas? Ja, komm doch hier hoch und guck nach, Kumpel. Komm. Ich muss hier schnell weg. Ja, ich weiß, ihr habt Schiss. Ist mir egal. Professional Beagle klappt nicht. Mann. Diese Wache da vorne, die ist einfach so unaufmerksam. Der macht nichts. Der setzt sich jetzt hin und sagt sich, ist mir scheißegal. Verdammt. Ich muss fliehen. Weitermachen. Haltet den Mann auf! Ein Dieb! Er wird noch mehr Ausschau halten. Klappt nicht so gut mit dem Ausschau halten, ne? Was? Dafür bezahlst du, du Schlange. Na komm her. Hey, was war das? Ja, komm her, guck. Komm. Hey! So, jetzt will ich die Truhe haben. Jugend? Hat die mich Jugend genannt? Das ist aber nett. Du bist schockiert? Das tut mir leid, dass du schockiert bist. Ist das zu fassen? Befehlshaber wären disziplinierter. Ganz im Gegenteil. So wie ich es sehe, steigt die Verdorbenheit mit dem Rang. Hey, was ist da los? Weiß ich nicht. Komm mal her. Ich mag's doch mittlerweile zu töten. Also kann man mir das doch nicht wegnehmen und sagen, du hättest dich töten dürfen. Das geht nicht. Leute, das geht nicht. Den kriege ich so noch, glaube ich. Glaube ich. Ja, komm. Weiter geht's. Der Beagle hat Blut geleckt. Wo ist die Truhe? 31 Meter über mir. Ist hier noch irgendwo eine Wache? Hm. Zack.
Irgendwo hier müsste auch meine Dings sein. Unter mir und über mir? Oder nur unter mir? Nope. Okay. Ach, da hinten. Wo ist denn hier meine Kugel? Ich werde nicht urteilen. Vielleicht ist er nur das Opfer einer grausamen Welt. Wachen, bestraft ihn! Hier sind keine Wachen mehr, über die mich bestrafen können, Kumpel. Welcher Gesund. Nein, Kumpel, beruhig dich. Alles gut hier. Aber wo sind. Ah, da oben auf dem Pavillon? Wie soll ich denn da hinten hinkommen? So nicht. Oh. Auf dem Pavillon muss ich rauf. Jetzt sind sie alle nervös wegen mir? Ist in Ordnung. Aber ich gehe nicht, ohne hier alles gefunden zu haben, wenn ich ehrlich bin. Zack, zack. Nee, doch, verfolgen bitte. So, wo ist das nächste? Unter mir ist noch ein Plätzchen frei. Yo, unter mir. Wie komme ich denn unten hin? Wie komme ich denn nach unten, Leute? Ja. Jetzt bin ich aber interessiert, wie ich nach unten komme, Leute. Jetzt bin ich neugierig. Wie komme ich nach unten? Ach, da unten. Leute, krass. Oh, sagen sie. Oh, Hilfsmittel voll. Nee. Das sieht aus, als könnte ich es kaputt machen, oder? Diese heruntergekommenen Halunken sind gefährlich. Ja, ich bin super gefährlich. Ich werde für meine Sünden leiden. Okay, das bringt mir gar nichts. Gut, ja. Hier vorne sind ganz viele Wachen, sehe ich gerade. Ich muss irgendwie hier reinkommen. Ich weiß nur gerade noch nicht wie. Das ist ja spannender, als ich es gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin, ne? Wenn ich den jetzt eliminiere. Warte mal, ich weiß was. Dämpfer. Er lebt noch. Scheiße, er lebt noch. Er lebt noch. Sag mal, lässt es ihn kalt oder was? Ist der Anti-Gift oder wie? Der scheint mega Anti-Gift zu sein, ne? Von mir aus, dann kriegst du noch eine Ladung Gift in den Hintern. Direkt in den Hintern gibt's das Gift. Na komm. Kumpel, alles gut. Warte! Ich verstümmel dich Stück für Stück! Ich habe irgendwo gelesen, dass jemand meinte, die Messer sind over the top, wenn man. Hey, wo ist die Schachtel? Mist. Wenn man die Messer over vergiftet. Ich finde, man kann nie auf Nummer sicher gehen. Also. Das. Gut, also zurück. Ist er aufmerksam geworden? Nein. Waren. Ja, hier ist ein Mörder. Hier ist ein Mörder. Das macht nichts. Ich habe noch Blasebildchens. Erledigt. So, jetzt kann ich mich, glaube ich, auch in Ruhe hier umgucken. Ich habe ihn auch noch beklaut.
den kann ich da lassen, das ist in Ordnung. Ich muss nur einen Weg reinfinden, Leute. Das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung. Da ist eine Wache. Wenn ich aber schnell genug bin. Wow. So viel zum Versteck bleiben. Ja, komm. Nein. Oh Gott, was machst du denn, Basim? Ein Mörder geht um, ein Dieb geht um. Stirbt er denn jetzt endlich? Okay. Der ist zu weit weg, der ist zu weit weg, der ist zu weit weg, weil... Keine Ahnung, warum der zu weit weg ist. Ich verstehe es nicht. Ja... Zeit zu verschwinden. Da vorne ist echt noch eine Wache über? Ach so. Ach so, ja gut. Ich schau mal, wie ich jetzt hier reinkomme. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ah. Einfach hier vorne die Tür benutzen. Badehaus. Nein, nein, ich weiß. Alles gut. So. Ach, ihr seht es vielleicht, ich musste kurz unterbrechen, aber wir sind jetzt irgendwo hier in der Nähe, wo ich hin muss. Nein, bin ich nicht. Alles gut hier. Wo muss ich denn hier hin? Ach komm, halt die Klappe. Bin ich jetzt doof oder wie? Ach so, ja gut, das erklärt's dann. In der Tat. Das erklärt es in der Tat. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Ihr wollt mich doch trollen, oder? Oh. Na, wie geht's euch so? Alarm. Das ist verriegelt. Aber ich bin noch nicht aus Langeweile hier reingekommen. Genau da muss ich hin, wenn ich... Ja, da muss ich hin. Ich muss mal von außen gucken, was ich da machen kann. Doch, das ist irgendwas hiermit, kann ich bestimmt machen. Ich weiß nur nicht was. Warte mal, oder reicht es, wenn ich... Hä? Gib zu, dass ich jetzt gerade nicht so weiß, was die von mir wollen. Mischt, ey, was? Die ist unten drunter, die Truhe. Ich bin verwirrt, Leute. Ach, haltet die Klappe. Das Gewürm sagt genau die Richtige. Geh doch runter. Basim, geh runter. Das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Bitte, das ist auch still. Stiehl die Spiegel. Welche Spiegel? Ich bin mir uneins, was sie von mir wollen. Ach, guck mal, das ist schön. Allah ist völlig fein mit mir, Leute. Weil ich fein mit mir bin. So einfach ist das. Oh. Das war, glaube ich, ganz gut.
Hier wäre ich aber auch so reingekommen. Sag mal, wollt ihr mich trollen oder wie? Eine Mietz läuft da rum. Warum habe ich denn all die Fenster, die ich hier kaputt machen kann, nicht gesehen? Wollt ihr mich trollen? Was ist hier los? Aber die Tür geht davon nicht auf, oder? Nee. Kann ich dich streicheln? Ich streichel dich. Ich streichel dich, weil ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Ich meine, irgendwas muss ich hier doch machen können, Leute. Jemand sollte etwas unternehmen. Liegt es daran, dass ich die Bomben nicht habe? Das wäre ärgerlich. Zeige mir alles. Nee. Dahinter ist das, ne? Ja, dahinter ist auch der Spiegel. Aber warum sollte ich den Schlüssel bekommen, da rein können und dann... Was steht da? Okay. Also es ist ein bisschen weird, Leute. Es ist wirklich weird. Also zum einen weiß ich nicht, welche Spiegel gemeint sind. Habe ich hier noch irgendwie... Eine feine Arbeit. Doch ich habe keine Zeit, sie lange zu bewundern. Ja, das stimmt wohl. Ich möchte da rein. Leute, wie? Wie? Ich habe das Gefühl, ich komme mit den Bomben da rein, aber die habe ich ja noch nicht, die Bomben. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn ihr mich fragt. Aber das ist ja jetzt ärgerlich. Wenn ich nämlich jetzt weggehe, sind alle Wachen wieder da. Wow. Shit, Dreck, ey. Was mache ich denn jetzt? Es geht nicht. Die sind jetzt auch wieder da, aber das bringt mir nichts. Kann ich die... Ah, ich kann die... Ah! Ich kann damit zielen sogar. Sehr schön. Oh, ich bin so froh. Das hat auch ganz bestimmt niemand mitbekommen. Ganz bestimmt, Leute. Ganz bestimmt hat das niemand mitbekommen. Na, klau doch. Ah, Xandistolch. Des Aufbegehrens. Okay. Und wenn ich jetzt schon so fesch bin, gehe ich mitten in der Vordertür raus und sag, yo. Na, ihr Party-Peoples. So, dann hätten wir das hier auch erledigt und ich habe nur noch Rätsel und Ausrüstungstruhen. Ich habe noch zwei ganze Ausrüstungstruhen über. Ach, da beim großen, da wo unsere Hauptquest ist, ist noch eine und sonst. Tja, und sonst wissen wir nicht, wo die andere ist oder wie. Doch hier. Was macht die denn da? Marktinspektor. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Das war doch ziemlich erfolgreich, oder? Ich finde, das war ziemlich erfolgreich. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir unseren Bekanntheitsgrad ein kleines bisschen runterschrauben. Zum Beispiel hiermit. Schlecht getroffen. Ja, genau. Schlecht getroffen.
Dann machen wir das noch kurz, auch wenn ich euch schon einen schönen Tag gewünscht habe. Aber wir gehen einmal unseren Bekanntheitsgrad noch ein bisschen runterschrauben. Normalerweise ist es easy going. Wenn ich durch die Stadt laufe, dann lande ich in aller Regel bei irgendeinem Plakat immer. Hier, ne? Hier irgendwo müsste. Au! Die Wache! Das ist der! Ja, nein, nein, alles gut. Ich bin nicht der Gesuchte. Der sieht ganz anders aus als ich. Das Gesetz muss befolgt. Ja, aber guck mal. Am besten bleibe ich im Schatten. So. Ne? Damit sind wir auch wieder safe. Alles, was wir getan haben, ist damit raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.